Genesis Technology Fund ist ein Teil, Unterteil von Genesis Investment Fund. Wir haben beim Fonds haben wir zwei Subfonds, das Technology und das Biotechnology Fund. Heute werde ich Ihnen erzählen über das Technology Fund, wo wir neben einer privaten Beteiligung auch die Genesis Energy haben, wo das ganze Solarprojekt untergebracht ist. Das Genesis Technology Fund, wie Sie sehen, ist ein Fonds, was in energiegelegierte Investierungen tut. Und das Fonds ist, wie Sie sehen, hat Verlorennummer, ISN-Nummer, ist auf Bloomberg, ist in Dollars notiert und wir haben auf dem Moment up to 10 Millionen Aktien. Der Einschritt war auf den 6. Oktober 2005. Was sind die Risiken? Ja, wir haben alle gesehen, was die letzten Wochen passiert ist. Risiken sind, können riesig sein, aber wo Risiken sind und wo die Börse, wie Sie jetzt gesehen haben, runtergeht, hat man auch wieder Möglichkeiten, neue Möglichkeiten für neue Investoren, die dann gegen gute Renditen und billig das einkaufen können. Das ist die Weltökonomie, wie wir das gerade gesehen haben. Ein anderes Risiko ist natürlich den Dollarkurs, der kann natürlich fluktuieren. Spezifische Risiken, die wir haben, ist, dass wir keine gute Investorenmöglichkeiten haben, dass kein großes Investoren Vertrauen ist in die Technologie, die wir zum Beispiel dafür auswählen, dass die Marktentwicklungen langsamer sind, wie wir erwarten, und die Reaktionen auf das Wettbewerbs. Aber wir tun die Risiken natürlich auch minimalisieren. Wie tun wir die minimalisieren? Wir sorgen für eine sorgfältige Selektierung vom Investment. Wir sorgen für eine gute, detaillierte Untersuchung im Voraus. Wir haben das Expertise in Management und wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, die uns beisteht bei den Sachen, die wir untersuchen. Das ist die Kursentwicklung von das Genesis Technology Fund ab 2005, wie wir gerade gesehen haben, wo wir angefangen sind. Und man sieht hier eine Steigung da und hier geht es hoch und jetzt geht es wieder etwas runter, aber gut, wir sind nicht die Einzige, wo das passiert. Aber Sie sehen, bis jetzt haben wir doch 229% Rendite gemacht. Das war ein wenig über das Fonds, jetzt über die Initiative, das Solarprojekt. Wir haben das Genesis Energy, das ist die Firma, die börsennotierte Firma, wo das ganze Solarprojekt verarbeitet wird. Und wir haben da gewählt für die neue Technologie, die zweite Generation im Solarbereich. Warum? Weil wir denken, dass da jetzt der große Boom hinkommt, die wir schon gehabt haben in die erste Generation. Die zweite Generation, wie das gesagt wird, ist die sogenannte Dünnfilmtechnologie. Und die Dünnfilmtechnologie ist für im Photovoltaik ist das eine neue Technologie. Aber diese Technologie wird schon Jahren benutzt für die Flachbildfernsehen. Sie kennen das alle, das sind die großen Schirme. Die Technologie, die benutzen wir in vereinfachter Form, wird die benutzt für die Solarpaneelen. Und die Solarpaneelen, die werden dann im Großformat auf 2,20 Meter, auf 2,60 Meter werden die produziert. Hier sehen wir die historische Wachstum von der Photovoltaikindustrie. Sie sehen, die hat die letzten Jahre von 1999 bis ungefähr bis 2006 hat das einen Wachstum gehabt zwischen 40% und 60%. Und der Wachstum, der wird sich noch weiter steigern, denn sowohl durch Photon als auch durch LBBW, die haben prognostiziert, dass die nächsten Jahre bis 2010 das ein Wachstum gibt zwischen 50% und 70%. Also der Wachstum, der wird sich noch steigern.
Und Sie sehen Photon und LBBW, das sind zwei Sachen, die machen die Studien im Photovoltaik und die verfolgen den ganzen Markt ganz genau und geben da dann ihre Analyse drauf. Hier sehen Sie den Unterschied zwischen der Dünnschicht und die zweite Generation und die sogenannte erste Generation. Dass die Dünnschicht, die war bis jetzt, hatte die nur einen kleinen Teil von der ganzen Photovoltaik, ungefähr 5%. Aber die wird sich in die nächsten Jahre bis 2010 wird sich die steigern bis auf 20% des kompletten Photovoltaikmarkts. Es ist auch nicht so, dass die erste Generation, dass die ganz weggeht. Nein, die bleibt auch. Da sind auch genügend Leute oder genügend Nachfrage ist auch für die erste Generation. Denn die erste Generation, das sind die kleinen Paneele von 60 x 1,20 Meter mit einer großen Effizienz, die jeder auf seinem Dach haben will, sodass er die Stromrechnung reduzieren kann. Die großen Paneele, die wir produzieren, das werden Sie nachher sehen, das sind Paneele, die gefragt werden durch für die Solarfarmen. Die Solarfarmen, die möchten gerne große Paneele haben, denn das ist für denen viel einfacher dann, um so einen Solarpark zu bestücken. Die brauchen dann statt zum Beispiel 120.000 Paneelen, brauchen die nur 20.000 Paneelen. Denn eine große Paneel ist so groß wie 8 kleine. Die Verkaufspreise, die sind durch Photon, hat die analysiert und die haben angegeben, dass die Verkaufspreise von den Paneelen, dass das in Euro pro Watt-Peak. Watt-Peak, das ist eine Wertung, die in der Photovoltaik benutzt wird, dass das auf ungefähr 3 Euro jetzt liegen müsste und dass das dann runtergehen wird auf ungefähr 2,40. Dass es runtergeht, das wissen wir alle, das ist auch notwendig, denn der Markt fragt drum und die neuen Technologien, die wir benutzen können, gibt uns auch die Möglichkeit, um die Kosten zu reduzieren. Wir haben aber in unserem Businessplan, haben wir nicht mit 3 Euro gerechnet, sondern mit 2,10 Euro und haben dann runter reduziert bis 2012 auf 1,60 Euro. Also wir sitzen unter dem Markt. Wo werden die Paneele für benutzt? Ich habe es gerade schon erwähnt, für die großen Solarfarmen. Denn die Solarfarmen, die man jetzt, das ist ein Solarfarm noch in Deutschland, aber jetzt ist eine große Expansion in Südeuropa, in Südspanien.